Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer, ja, neuen kleinen Miniserie, wo es, ich denke mal, jede Woche, jede zweite Woche vielleicht eine neue Folge von kommen wird. Bisschen anders designt wie sonst, denn wir befinden uns hier auf dem Ditech-Server und mit vielen, vielen anderen Spielern. Aktuell ist keiner da, lustigerweise. aber ihr seht schon, hier haben einige schon was geclaimed. Und wir müssen uns heute mal ein ganz wichtiges Thema für mich ansprechen, und zwar, dass ich claimen kann. Ich kann aktuell nicht claimen, weil ich irgendwas am Spawn vergessen habe, als ich in der Nacht vor den ganzen Monstern geflohen bin. Hätte ich da irgendwas finden sollen. Deswegen gehen wir jetzt mal an den Spawn. Spawn. Und wollte gerade sagen, wo bin ich jetzt? Und suchen hier mal nach einem Schild, nach einer Mission. Hier sollte irgendwo was sein. Okay, hier ist ein Händler. Ich musste hier relativ schnell fliehen, weil in der Nacht ganz, ganz viele Monster hier unterwegs waren. Hier sind Kisten und Barrels. Nett gemacht auf jeden Fall. Das ist natürlich für die Frage, wo? Also eigentlich dürfte das ja nicht versteckt sein, oder? Also mir vorstellen könnte, dass in diesem Haus da was drin ist. Oder was? Framed Slope. Okay, cool. Ich entdecke auch jeden Tag noch neue Sachen bei diesem Modpack. Was man in Zukunft alles machen könnte. Und ich bin selber noch gespannt, was ich machen werde, was ich bauen werde. Ihr seht schon, ich habe auch einen Schädel aktiviert. Ich schaue mal, ob ich da in Zukunft noch einen anderen Schädel rein tue. Aber aktuell ist er relativ schick, finde ich. Meine Frage ist, muss ich jetzt zum Beispiel da rein? Das ist ein nicht geclaimtes Haus. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass ich nach da oben muss. Die Frage ist, warum zur Hölle kommt man davon denn da nicht rauf eigentlich? Ich klaue mir mal schnell so einen Erdblock und platziere den hier. Halt, es hieß, hier wäre eine Mission sozusagen. Das Haus schaut sehr leer aus. Teleporter. Lobby Hotel, Lord Runner, Nether Festung. Hier sind ganz viele. Nee. Hallo? Gibt es hier eine Aufgabe? Hm. Also entweder bin ich einfach blind oder das Spawn ist von das. nee, eigentlich sollte. Warte mal, ich schau nochmal nach. Aber ich habe eigentlich die Info erhalten, wo das sein sollte. Auf jeden Fall muss ich mich bei Dylan nochmal bedanken dafür, dass er mich zu diesem Projekt eingeladen hat. Denn nur wegen ihm bin ich überhaupt auf das Projekt aufmerksam geworden, weil er mir unter eines meiner Videos geschrieben hat. Und da habe ich natürlich gleich mal nachgeschaut. So. Auf das Schiff noch einmal und da eine Aufgabe erledigen. Okay, auf das Schiff. Back to the ship! Schauen wir mal nach. Schauen wir doch einmal nach. Auf dem Schiff gibt es eine Aufgabe. Das dürfte dann ja nicht wirklich zu übersehen sein, oder? Wo ist dann diese Aufgabe? Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Jetzt reicht's aber auch. Okay, lasst uns zurück nach Hause schnell teleportieren, weil ich habe echt keinen Plan, wo ich hin muss. Oh, kurzer Ladefehler. Wasser. So, sind wir wieder da. Und werden uns hier schnell auf eine kurze Mining-Tour begeben. Und zwar dahin, wo mein Todespunkt ist, denn da habe ich schon ein bisschen erforscht. Das will ich eigentlich alles in meinem Gebiet gerne machen. Problematisch ist natürlich, wenn du keine Gebietspunkte hast. Ich mache hier keine große Excavation. Das sollen wir eigentlich auch in der Mining-Welt machen, in der Farm-Welt. Aber
Ich wollte einfach nochmal durchgucken, weil es echt eine coole Zeit ist, bevor wir wieder in die andere Welt jumpen. Und dass ich vielleicht da nochmal ein bisschen... Au! Oh nein, nice! Vielleicht können wir uns einen kleinen Eierbreeder dann mal machen. Jetzt habe ich hier mal kurz was besorgt, dann ist hier alles zusammengefallen. Und zwar, weil... Hier drüben eine kleine, ja, Lagune kann man jetzt nicht nennen, aber vorsichtig. Was ist das? Aber hier ist halt dementsprechend so ein kleines Gebiet. Hallo? Hallo? Da seht ihr, hier gibt es auch ganz viel Sirtis Quartz Ohr schon mal zum Beispiel. Sachen, die ich einfach brauche. Und da werde ich mir jetzt hier ein bisschen was gönnen, noch schnell. Gut, vorsichtig noch. Immer auf die Geräusche hören. Du weißt nie, was in der Nähe ist. Aber eigentlich suche ich Kupfer. Weil das die Ressource ist, die ich am meisten brauche. Aber wenn ich hier jetzt gerade nichts finde. Machen wir es jetzt einfach so. Wir hüpfen schnell nach Hause. Holen uns ein bisschen Essen. Tun das Sirtis Quartz weg. Hier können wir noch ein bisschen Brot draus machen. Dann haben wir Brot. Ein Ei. Und das tun wir jetzt hier schnell verarbeiten. Die Bücher können auch weg. Die brauche ich ehrlich gesagt gerade nicht. Zumindest ich will diese kleine Smeltery hier machen. Und mir fehlt hier noch ein bisschen Kupfer. Und das brauche ich jetzt noch schnell. Und ich habe schon wieder ein bisschen geguckt, ob ich hier so ein paar Zugmods drin habe, aber sind nicht drin. So, okay, dann machen wir jetzt Warp Farm. Um in die Farm zu kommen. Und jetzt sind wir jetzt zum Nether. Okay, ja, das brauche ich aber nicht. Ich will weder in den Nether noch irgendwo in die Art dahin. Oh, es wird natürlich Nacht, wenn ich anfange zu suchen. Jetzt Nacht. Hier wäre Salz, aber Salz brauche ich aktuell nicht. Oder wüsste ich auch nicht, dass ich bräuchte. Wir jumpen jetzt einfach in irgendeine Richtung. Und, oh wie schön. Oh, scheiße. Dich. Ich will dieses Kupferohr hier haben. Das ist ja perfekt. Das ist genau das, was ich brauche. Yes! Und auch in ausreichender Menge. Ich suche jetzt heute nicht lange. Ich bin nicht gut ausgerüstet. Ich wollte nur schnell ein bisschen was finden. Ich war schon mal ein bisschen tiefer unterwegs. Und mir fehlen Fackeln. Ich bräuchte... Wir müssen halt eine richtige Tour machen. Frisch ausrüsten. Genug zu essen und so Zeugs. Ah, schaut hier so ein bisschen aus, als ob die nachspawnen würden. Holy shit. Ich gehe nach Hause. Alter. Der hat mich jetzt kurz geschockt. Okay, zurück zu unserer Mini-Smeltery. Ich tue nochmal zwei rein.
die sollten ausreichen, hoffe ich. Habe ich noch ein bisschen Holz? Sollte ich haben, ne? Fürs Erste schmilzt es nicht, dann wenigstens das Zeug. Und wir sollten die Smeltery fertig kriegen. Kann ich ein Crucible machen? Ja, aber wie hieß denn das? Das waren, Ach Gott, wenn das hier mal wieder nicht funktioniert. Kein Komposter, sondern... Ach komm, so schwer kann es nicht sein. Abfüllen mal kurz, das sollte hoffentlich reichen. Ja, es hat funktioniert. Es wird fertig, gut, perfekt. Gib's mir, gib's mir, komm. Und dich platziere ich hier. Und rein theoretisch sollte doch, ja, perfekt, ist schon eine fertige. Ich habe natürlich noch mehr Teile dafür. Aber ich wollte mal gucken, dass es funktioniert. Was ich jetzt herausfinden will, kann ich mir rein theoretisch... Ich bin nicht über so ein bisschen Zeug verteilt, das ist echt uncool. Kann ich mir... Kann ich nicht, schade. Okay, also gibt's nicht. Traumade. Ich muss nicht Lava finden noch dann. Aber wir können jetzt mal hier ausbauen. Ich sollte mit dem Zeug auf jeden Fall noch ein bisschen was schaffen können. Schau mal, wenn ich mich nicht irre. Es gefühlt alles so ein bisschen anders zu dem, was ich mit Tinker's Contract mache. Das ist jetzt Tank. Oder was ich mit Sky Factory mache. Das sind irgendwie die Teile so ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob sie das hier selber gemoddet haben oder ob das eine spezielle Art des Mods ist eigentlich. Es ist auf jeden Fall cool. So. Und direkt größer. So, jetzt habe ich das aber so gemacht, dass du rein theoretisch... Ah, mir fehlen noch Teile. No. Habe ich noch Sand und so Zeug? Clay... Sand und Gravel zu wenig. Ich brauche Gravel wieder. Ich brauche wieder Gravel. Ich muss sowieso hier noch 2 Abgüsse einbauen dann. Damit ich das dann rüber platzieren kann. Na, funktioniert auch nicht. Schade. Ich versuche jetzt das Ganze so ein bisschen zu vergleichen mit Sky Factory, aber ich glaube, das kannst du nicht wirklich vergleichen. Was es hier Verschiedenes gibt. Ich sollte auf jeden Fall schauen, dass ich langsam mich mal auf so eine Tour vorbereiten kann. Ich habe kein... Doch, Rüstung habe ich mir schon. Ich habe gedacht, ich habe keine Rüstung. Mann, bin ich dumm. Das gibt's doch gar nicht. So, wir nehmen uns 2 Holz wieder und craften uns mal alles aus Eisen auch. Damit davon genug da ist. 3-mal bitte. Und zwar machen wir uns erstmal eine Axt und eine Schaufel aus Eisen. Ist nie verkehrt. Und natürlich noch ein Schwert aus Eisen. So. Die Billigsachen können wir nicht dadurch gleich mal ersetzen. Das sind so Backup Hits, nenne ich es mal so. Ich finde, das ist nicht unbedingt so wichtig. Wenn wir jetzt dann eben mit Tinker's Construct auch anfangen, sollten wir hier einiges vorankriegen. Immersive Engineering. Copper Coil, okay. Wie gesagt, ich muss mich noch mit vielem auseinandersetzen. Mining Drill zum Beispiel, hier hört sich sehr, sehr interessant an. Aber dafür muss ich halt in die Tiefe der Materie reingehen. Um da was machen zu können. Ihr seht schon, ich habe hier eine Mini-Farm mir auch damals angelegt. Einfach aus dem Grund, dass ich hier im Untergrund ein bisschen Essen produzieren kann. Ich will das dann ausweiten in einem anderen Maße. Hups, das war nicht der Plan. Aber wir werden jetzt hier erstmal, zack, noch ein bisschen Erde hin platzieren. Dass wir noch ein bisschen was anpflanzen können. Davon muss ich erstmal rausfinden, wo zur Hölle ich meine... meinen Spaten hingetan habe da. Meine Ho. Meine Ho. Dann nehmen wir ein bisschen was hier mit. Ihr seht schon, ein bisschen was habe ich schon mal gesammelt, auch zwischendurch. Ich muss halt das ganze Gebiet noch claimen. Damit es auch rechtmäßig meins ist. Das kann halt wahrscheinlich noch ein bisschen dauern einfach.
Ich hoffe zwar nicht, aber wir werden mal schauen. Ich werde dann nochmal anschreiben, fragen, wie das ist. Ob ich jetzt einfach zu blöd war, es zu sehen oder sowas. Aber ja. Das Video ist eh wahrscheinlich ein bisschen geschnitten auch. Also ihr werdet wahrscheinlich die ganze Suche auch nicht im langsamen Durchlauf sehen, sondern eh im Schnelldurchlauf. Ich schaue jetzt gerade hier. Hier habe ich Brot, das sollte ich vielleicht mitnehmen, ne? Ein roher Froschschenkel. Guckt, also Essen habe ich schon mal, das ist ja schon mal gut. Sulfur habe ich hier schon. Materials and you. Mob Duplicator, Animal Feeder, Plant Fertilizer, Plant Sour. Ja, okay, da muss ich halt noch ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Da werde ich mal einen schönen Mining Trip machen müssen, werde ich Holz mitnehmen und alles, das werde ich mal machen. Und dann auf jeden Fall da durchrushen. Damit das geschieht. Ich finde auf jeden Fall, dass das für den Anfang, für die erste Folge reicht, damit ihr so ein bisschen Informationen erhaltet darüber, was alles abgeht. Das wird jetzt halt nicht das häufigste Format sein, ne? Es wird einmal oder zweimal die Woche kommen. Ich werde versuchen, aber mehr zu schaffen in der Zwischenzeit. Bedeutet, ich nehme nicht so viel auf, versuche aber dafür mehr zu schaffen und den Zeittraffern auch zu zeigen. Mal schauen, wie das funktioniert. Ich wollte einen Mod hinzufügen, sozusagen der userseitig ist. Das hat leider nicht geklappt. Muss man leider so sagen. Hat leider nicht so funktioniert wie gehofft. Was will man machen? Funktioniert nicht immer alles. Aber sehen wir es von der positiven Seite. Es wird beginnen und ich werde ein bisschen was hier draus lernen. Ich will das Projekt auch nutzen, um meine Videoskills zu verbessern. Um in Zukunft auch bessere Projekte zu gestalten. Wir werden sehen, was passiert, wie es läuft. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr für Ideen habt, was ich daraus machen kann, wie wir dieses Videoprojekt umsetzen können. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.